Neues Video, und zwar, es gibt wieder einen Hausbesuch, diesmal in Girona, bei keinem anderen als Ruben Zipunke. Moin Ruben. Hi Nick. Schön, dass wir bei dir sein dürfen und mal wieder einchecken. Ich bin gar nicht drum rumgekommen, also natürlich sind wir jetzt hier und haben das, ich habe mir schon überlegt, dass wir auf jeden Fall bei dir vorbeikommen, aber nach der letzten Doku, Ruben Episode 2, gab es dann so nach dem ersten halben Jahr ungefähr so viele Nachfragen, wann kommt Teil 3, was ist mit Ruben, was macht Ruben eigentlich, ist der jetzt in Girona, ist der immer noch da, wie geht's dir? Deswegen habe ich gedacht, wir fangen ganz vorne an, wie geht's dir? Wie ist das Leben hier? Also ich kann mich nicht beklagen, generell das Leben in Spanien ist oder hier in Girona ist sehr schön, ich genieße das in vollen Zügen. Vom Triathlon oder vom Training her betrachtet, glaube ich, gibt es keinen besseren Ort, wo man trainieren kann. Das merke ich und mir geht es sehr gut und ich genieße es hier mit Paulina zusammen leben zu dürfen. Ist es anders jetzt so als zu Hause in Düsseldorf? Also ist das Training eine höhere Qualität oder ist einfach nur das Drumherum geiler, dass du das irgendwie... ich meine, wenn ich jetzt hinkomme, das ist Trainingslager, ich komme aus einem kalten, verregneten Deutschland, dann ist hier die Sonne, dann ist eh immer erstmal alles mega cool. Nach 2 Wochen bist du wieder weg und hast nur positive Erinnerungen. Wie ist es, wenn man hier lebt? Also ist, wenn du das vergleichst, so Trainings, klar, Trainingsgebiet ist hier natürlich viel größer und cooler, aber wie ist es so, hier wirklich zu leben? Kannst du schon Spanisch? Musst du das lernen? Kommst du mit Englisch zurecht? Wie wirkt sich das so auf dein Training aus? So all die Facetten, erzähl mal ein bisschen. Ja, also wenn ich jetzt nur vom Training her spreche, wie gesagt, radtechnisch ist das einer der tollsten Gebiete, die es hier in Europa gibt. Die Katalanen sind total vorsichtig einem gegenüber als Autofahrer, also überholen immer einen mit 5 Meter Abstand und man fühlt sich nicht so wie in Deutschland. Man fühlt sich einfach super sicher hier auf der Straße, alle Leute sind total freundlich. Ja, Laufen hier in Girona ist auch top. Man hat hier super viele Waldgebiete, man kann hier auf die Trails gehen, man hat eine tolle Bahn, wo man laufen gehen kann. Und schwimmtechnisch hat man hier ganz viele Schwimmgruppen, auch andere Profi-Triathleten. Das ist eigentlich so mit der Hauptgrund für mich vom Training her, da ich in Düsseldorf hat mir halt so der Schwimmpartner gefehlt und hier habe ich sehr viele gute Schwimmpartner, mit denen ich schwimmen gehen kann. Und das ist dann täglich morgens 8 Uhr, 7.30 Uhr geht es ins Schwimmbad und das 6 bis 5 Mal die Woche. Und ja, das bringt mich halt beim Schwimmen, hat mich jetzt total vorangebracht und hoffe, das jetzt dann im nächsten Rennen zeigen zu dürfen. Bevor wir zu den Rennen kommen, du sagst Schwimmgruppen, aber so Laufen, Radfahren machst du trotzdem noch viel allein. Ich meine, ich kenne das ja von allen anderen Profiathleten, jeder hat so einen anderen Plan und mal kriegt man das irgendwie so zusammen, aber hier in Girona sieht man ja auch total viele, oder man weiß ja, die JFK-Groups sind hier und so, du hast so die ganzen Kurzdistanzler, die auch dann Radfahren, Laufen, viel in den Gruppen trainieren können. Wie ist es bei dir? Hast du da auch hier Trainingspartner irgendwie, wo es öfter mal gut passt? Oder ist es so, diese Gruppe rein wirklich fürs Schwimmen und den Rest machst du das, was bei dir so auf dem Plan steht? Also, ich sag mal, 80% ist tatsächlich nur Schwimmen. Mhm. Dann Laufen, sag ich mal, diesen Long Run, den mache ich mal ganz gerne mit dem Milan Bronze, mit dem Niederländer zusammen. Und Radfahren, ja auch 90% fast alleine tatsächlich. Wo jetzt Frederik da war, bin ich ab und zu mit Frederik gefahren. Nein, aber Radfahren, das tue ich am liebsten alleine tatsächlich. Gestern noch 7 Stunden durch die Pyrenäen gefahren und... ja, da suche ich immer so meinen eigenen, oder da fühle ich mich einfach mit am wohlsten, mit sich selbst auseinanderzusetzen auf dem Rad, sich alleine zu quälen. Und natürlich ist es auch schön, mit dem einen oder anderen mal eine Coffee-Fahrt zu machen, aber werde ich sehr oft dann ungeduldig und weil es mir das Tempo nicht passt oder ich nach den Abfahrten 10 Minuten warten muss und nein, aber... Auf mich? Nein, ich genieße es total. Einfach die Gegend hier. Und ich bin auch so ein bisschen Träumer auf dem Rad und verliere mich da auch oft in der Landschaft tatsächlich. Okay, also trainierst du dann auch lieber irgendwie Radfahren dann tatsächlich alleine? Und, ja. Es liegt nicht nur daran, dass du auch
nicht unbedingt immer einen findest, der mit dir mitfahren kann. Obwohl das hier wahrscheinlich kein Problem wäre mit den ganzen Radprofis, die auch hier ja, sind. Ja, aber auch beim Laufen tatsächlich laufe ich öfter mal mit anderen zusammen und das hilft mir total, vor allem die Long Runs, dann wirklich auch eine Steady Pace, dann mal unter 4 Minuten über 30 Kilometer zu laufen. Das bringt auch einen total voran, weil man halt seinen Trainingspartner dann hat, der halt auch immer dann einen sehr, sehr gut pushen kann. Und dann switcht man mental nicht auf, was so gerade beim Laufen so meine Achillessehne ist. Ja. Hol uns nochmal ab, nach dem Ende der zweiten Doku, für alle, die, also ich glaube, alle, die jetzt das Video gucken, haben auf jeden Fall safe beide Dokus gesehen, wenn nicht zweimal. Ab dem Stand, so bis Standpunkt heute, und dann machen wir vielleicht danach nochmal den Ausblick, was du so vorhast dann in 2024. Wie war so dann jetzt, du bist jetzt ja fast ein Jahr dann hier, ne? Ja. Genau, also wie war so dieses erste Jahr in Girona? Was ist so alles passiert? Ich meine, ich weiß schon viel, aber erzähl's mir trotzdem nochmal, was so alles passiert ist, dass wir die Leute ein Update haben. Ja, also 2022 bin ich auch relativ zufrieden mit gewesen. Wie gesagt, jedes Rennen damals in den Siegerprämien oder in den Preisgeldern gefinisht und ja, dann kam jetzt dann 2023 und wie gesagt, dann haben Paulina und ich uns dazu entschlossen, hier hinzuziehen, einfach weil die Bedingungen hier fürs Training besser sind und so viele Jahre habe ich nicht mehr im Profisport und dann dachte ich, bevor jetzt auch Familie kommt, will ich nochmal dann 2-3 Jahre das ausprobieren, einfach was ich hier bewirken kann im Training, weil das war immer so mein, sich mit anderen messen, das hat mir halt wie gefehlt im Training und dann auch im Wettkampf dann natürlich. Dann war man im Wettkampf auch immer überrascht, wie gut alle sind. Und seitdem ich dann tatsächlich hier bin und da konsequent mit anderen Leuten trainiere, merke ich vor allem, wie besser ich werde. Und dann letztes Jahr zum Umzug hatte ich dann, das war im Februar, und dann hatte ich schon für März mehr oder weniger das erste Rennen geplant, aber dann mit dem Umzug habe ich damals dann vor einem Jahr Covid dann nochmal bekommen zum dritten Mal, was ich dann echt hartnäckig, nicht Long-Covid-mäßig, aber wirklich dann hartnäckiger war bei mir. Und dann habe ich meine Saison bis St. Pölten hinausgezogen, wo mein erstes Rennen gehabt. Da bin ich auch dann Dritter geworden, das war dann auch ein guter Einstieg. Und daher habe ich mich von Rennen zu Rennen gehangelt, aber nie so topfit gefühlt. Und wie gesagt, bin ich bei jedem Rennen als Erster wie immer vom Rad gekommen, vor allem, weil sich das Schwimmen auch so gut entwickelt hatte. Und dann habe ich ja den Ironman Switzerland gemacht, wo ich da mit 10 Minuten Vorsprung zum Laufen gewechselt habe, wo ich gedacht habe, ja, endlich mal läuft es heute. Und es sah auch sehr gut aus bis Kilometer 15. Und dann habe ich dann wieder meine Magenprobleme bekommen. Aber letztes Jahr, 2021, bin ich nicht sehr, also gar nicht zufrieden mit, weil ich dann eigentlich bei jedem Rennen oder vor jedem Rennen in den wichtigen Trainingsphasen dann krank war. Und dann war ich nochmal einen Monat in die Höhe gegangen, um dann die Saison nochmal zu retten, vor allem in Florida. Super gutes Training gehabt und Lukas Löhr hat mich damals begleitet als Trainer und wir waren richtig zufrieden, wie es aussieht. Und dann wollte ich Ironman Florida machen. Dann bin ich nach Deutschland gereist, habe noch vorher Ironman Mallorca gemacht, oder Challenge Mallorca, ja. 70.3, wo ich dann noch Doppelplatten hatte, das war auch ein erstes Mal. Und dann auf der Rückfahrt von Mallorca habe ich dann gemerkt, ich habe mir einen Halsstechen und ich wusste sofort, ja, das ist glaube ich, keine Erkältung. Und dann hatte ich das vierte Mal Corona letztes Jahr und das hat mir echt so ein bisschen wie den Boden unter den Füßen weggerissen und hat mir dann die Saison eigentlich komplett zerstört. Und dann war auch das 4-wöchige Höhentrainingslager. Also da habe ich auch gar nichts mehr gemerkt, dass ich in der Höhe war. Und dann habe ich halt meine Saison beendet. Weil ich glaube, nochmal auf einer Covid-Infektion war es dann für mich dann Zeit, dann die Saison zu beenden. Deswegen würde ich jetzt sagen, war meine letzte Saison überhaupt nicht zufriedenstellend für mich. Konnte aber dann umso früher, ich hatte ja dann früh meine Saison beendet und konnte dann früher dann für 2024 meine Saison vorzubereiten oder hatte mehr Zeit, sie vorzubereiten. Und ja, habe jetzt ein neues Team an meiner Seite, neuen Radsponsor und neuen Helmsponsor. Und ja, hatte echt den besten Winter
War nicht einmal krank bis jetzt und toi 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 und ja, freue mich eigentlich nur noch in Südafrika meine Saison starten zu dürfen. Auf das Rennen schaue ich jetzt schon sehr lange hin. Ich denke, das ist mein Rennen und will da natürlich die Hawaii-Qualifikation holen. Und ja, wie gesagt, es war der beste Winter, den ich je hatte im Triathlon, von der Mileage her, von dem Umfang her, und habe da jetzt eine ein super Trainerteam an der Seite oder Trainerin, und Paulina hilft da mir ungemein hier in Girona mit der Trainingsumsetzung, auch als Physiotherapeutin hilft mir da mit meinen Verletzungen, die ich dann jetzt, oder Vorbeugung vor allem, und freue mich dann bald beginnen zu dürfen. Erzähl mal was zum neuen Trainerteam und so, wie sieht das jetzt aus? Da habe ich nämlich selber noch nichts gehört. Ja, also wie gesagt, Lukas Löhr hat mir letztes Jahr dann noch geholfen, und jetzt haben wir uns also dazu entschlossen, dass ich dann noch jemand anderen mit ins Boot hole. Das ist Sophie Herzog, die kennt noch niemand so richtig. Nee, genau. Die. Aber jetzt vielleicht? Ja, genau. ja, es ist eben eher ein Consulting quasi, was ich trainieren sollte. Sie hat viel bei den Norwegern abschauen dürfen, hatte letztes Jahr da bei Santana Tech, wie nennt man das, ein Praktikum machen dürfen, über ein Jahr lang her, und ich glaube, ich Doktor der Biochemie oder sowas, also auch in die Richtung Sportwissenschaft auch, und ja. Also hast du gar nicht so, um es irgendwie nochmal kurz rund zu machen, gar nicht jetzt ein Coach, der dir sagt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag machst du das, 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 wie alles eigentlich kennen, sondern du hast jetzt ein Team, einmal die Sophie Herzog, Lukas ist nicht mehr dabei, sondern nur die Sophie. Ja, das ist einmal alles organisiert kriegen hier. Und die, wie läuft es dann ab? Schreibt den Plan oder ihr besprecht das zusammen, was jetzt Sinn machen würde, welche Trainingsinhalte, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich bin ja jemand, der immer sehr viel nachdenkt, gerade über das Training. Ich habe ja mehr weniger die letzten anderthalb Jahre selbst trainiert, und man verzwickt sich ja irgendwie in den... man verzwickt sich total im Training, das war bei mir so der Fall. Man macht die Einheit noch komplizierter, man macht jetzt auf einmal dann 4x4 Minuten V2 Max mit 10x3x30, keine Ahnung, V2 Max, um irgendwie jedes Prozent rauszuholen. Und für mich ist es jetzt eigentlich super gut zu sehen, dass man vielleicht erstmal nur Volumen macht, einfach dann ein super gutes Fundament aufbaut und on top eventuell mal irgendwas Spezielles macht. Mhm. Aber wir halten es halt einfach super... basic quasi. Also wir machen wirklich kein Hexenwerk an irgendwelchen Dateien oder Training-Schemas, sondern wir sind einfach solide Arbeit machen und dann sich dann speziell dann für den Ironman dann vorzubereiten, aber mehr oder weniger, was das Anforderungsprofil von so einem Ironman ist, und so baut man dann die Einheiten dann runter. Also wirklich sehr, bisschen so wie die Norweger sich für Hawaii vorbereitet haben, also wirklich dann sehr spezifisch dann. Und nicht mehr wirklich, wie will ich den höchsten V2 Max haben oder wie will ich irgendwas haben, sondern einfach, ja, was braucht man im Triathlon? Wir brauchen eine Brick-Session, und letztes Jahr habe ich vielleicht zwei Brick-Sessions gemacht, und das ist jetzt so, was wir jetzt jedes Wochenende machen, kommt eine Brick-Session, was ich mich früher auch nicht getraut habe, weil ich immer das so als, ja, was nicht bequem ist natürlich. Es tut weh. Und da arbeiten wir jetzt konsequent dran, und es macht einfach nur Spaß, und ich genieße jede Trainingseinheit tatsächlich, auch einfach, weil ich nicht mal weiß, wie lange ich das jetzt noch mache. Und dann denke ich mir immer so, ja, wie schön ist das, ich diesen Beruf ausüben darf, und ich genieße ihn noch so lange, wie ich ihn machen darf. Also ich wirklich, dass ich jede, egal ist es jetzt ein 3-Kilometer-Schwimmen wie heute am Ruhetag oder ist es jetzt die 7-Stunden-Radfahrt, ich genieße halt jede Trainingsfahrt, weil irgendwann wird der Ruben dieses Kapitel halt abgeschlossen, und von daher genieße ich da jede Trainingsstunde. Hast du da für dich so einen Rahmen gesetzt, dass du sagst, okay, solange irgendwie Partner, Sponsoren nicht das finanzieren kann, mache ich es noch? Oder hast du dir selber irgendwie einen Zeithorizont gesteckt? Oder du sagst so, ja, keine Ahnung, wie lange es noch geht. Wie gehst du da mit dem Thema um? Ist ja immer so ein, das ist ja so ein ganz interessantes oder schwieriges Thema generell, weil viele Leute immer nachfragen so, okay, wer beendet wie die Karriere? Oh, wie Sebi es gemacht hat, war richtig, hieß aber noch, und dann, oh, falsch. Und dann Frodo war richtig und falsch. Und oh, die hier...
die Rehlers hätten schon eher aufhören müssen. Also das wissen ja dann in den Kommentaren nachher immer die Leute auch besser. Das ist ja auch schön im Internet immer. Habe ich auch im letzten Podcast gesagt, dass es schön im Internet ist, dass es immer wen gibt, der es besser weiß. Und ich finde, dass es für einen Profisportler, ich kann mir das irgendwie nur vorstellen, oder ich verfolge ja auch diese Szene schon einfach sehr lang und weiß halt, dieses Karriereende, dieses Thema ist immer so ein Thema, wie machst du es richtig, wie definierst du das für dich, wie ist da der Umgang damit und so, hast du dir, also wie sind da deine Gedanken dazu? Ich habe letztens die Tage, ich glaube, das war im Süddeutschen, einen Kommentar oder ein Interview gelesen, ich glaube, wie hieß sie, Kovac, die deutsche Tennisspielerin? Ui, Tennis, da bin ich komplett überfragt. Ja, ich weiß es jetzt Nico nicht. Niko Kovac. Nee, das sind Fußballtrainer. Wir tragen den Namen. Wir blenden es jetzt hier ein. Tennisspielerin. Ja, wir blenden es jetzt hier ein. sie hat gesagt, also ich weiß nur, ich kann es jetzt nicht mehr eins zu eins zitieren, aber sie hat gesagt, sie weiß nicht mehr nach dem Karriereende von ihr, wer sie ist. Also ist einfach ein so großes Stück weggefallen, worüber sie sich identifiziert hat. Und das befürchte ich auch so ein bisschen. Also das ist so, wovor ich Angst habe tatsächlich, was auch so gefühlt eine Midlife-Crisis in mir auslöst. Weil ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Ich habe mit Hockey angefangen, dann zum Radsport gekommen, mich darüber total, ja, mich entwickeln können, identifizieren können, meinen Traumberuf gefunden. Und jetzt durch den Triathlon eigentlich nochmal so eine zweite Chance bekommen quasi. Und ich weiß noch nicht, wer ich ohne Sport bin. Mhm. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich werde definitiv mein Leben lang was mit Sport machen, weil ja, ich fahre jetzt seit 20 Jahren Rad. Und seitdem ich ja 12 oder 11 Jahre alt bin. Und darüber werde ich mich jetzt dann, wie gesagt, noch lange mit auseinandersetzen müssen. Irgendwann kommt das Karriereende und ich denke immer 10% meiner Gedanken werden damit sind damit gerade irgendwie tätig und ich denke drüber nach. Aber soweit es noch nicht ist, wie gesagt, genieße ich jede Trainingseinheit und ja, dann werde ich wahrscheinlich Familienvater sein, denke ich, im Karriereende und das dann komplett genießen. Ja. Und das ist so, ja, das andere Leben. Ja. Ist auch zu empfehlen, das kann ich dir jetzt aus Erfahrung sagen. Das macht schon richtig Bock. Ich will noch mal einmal ganz kurz rein. Ist es so, dieses Thema, weil du eigentlich ja auch, wenn man, du hast dir mal deine Daten angeguckt, du weißt, okay, Swim-Bike-Performance, kann ich eigentlich überall mitspielen und ist dann wahrscheinlich eigentlich, ich meine, ist ja auch schon viel drüber gesprochen worden oder auch Leute haben es diskutiert oder sowas und ich glaube, das ist ja dann auch so das Ding, dass du vielleicht für dich nochmal einmal dieses Ding haben willst, okay, der Lauf muss halt auch noch einmal funktionieren irgendwie. Ja. Ist das noch so ein Ding, was drin ist, warum du auch nicht sagst, ja, ich mache jetzt noch 3 Jahre und dann ist egal, was ist, sondern dass du das so halb offen lässt. Du weißt, du wirst älter, irgendwann wird es soweit sein, du bist dir bewusst und beschäftigst dich vielleicht damit, weil du weißt, das ist unabdingbar irgendwann. Ja, ja, klar. Aber du willst es auch nicht benennen, weil irgendwie vielleicht, du willst, also das merkt man ja immer bei dir auch, dass du schon dieses, du brennst ja dafür, also du fährst ja nicht umsonst dann irgendwie 10 Minuten beim Ironman Switzerland dann raus, weil du sagst, I play it safe. Ja. Sondern du glaubst schon, dass du diesen Lauf nochmal hinbekommst und auch irgendwie durchkriegst. Und meistens lag es dann jetzt an einem Magenproblem, also das ist eine Doppelfrage. Ja. einmal so dieses Ding, ist es deswegen noch nicht so, dass du es klar benennen kannst, auch weil du glaubst, du hast Swim and Bike hast du, diesen Lauf noch in dir. Und die zweite Frage habe ich vergessen, die kommt später. also das habe ich auch schon öfter gesagt, ich habe dieses Idealbild von mir im Kopf und so werde ich auch racen. Also dieses Idealbild ist halt erste Schwimmgruppe, auf dem Radfahren, beim Radfahren halt 10 Minuten rausholen und dann halt 2,40 laufen oder was weiß ich. Und dann muss einer erstmal 2,30 laufen, um mich einzuholen und das tun die wenigsten. Dieses Idealbild habe ich von mir im Kopf und so trainiere ich auch, so motiviere ich mich, so die Rennen gewinnen zu können. Jetzt kann jeder sagen, ja, Ruben, fahr doch mal mit in der Gruppe und dann kannst du immer noch schnell laufen. Und wahrscheinlich bin ich dann 5, 6 Plätze besser, wahrscheinlich, oder komm mit aufs Podium, wie auch immer. Aber das ist halt gegen meine Natur und ich bin halt einfach
ja, kann jeder mich so viel kritisieren, wie er möchte, aber das bin ich halt, so bin ich und so identifiziere ich mich, so race ich, das erfüllt mich. Und auch so groß wie die Enttäuschung am Ende ist, es gibt nichts Schmerzvolleres, als den letzten Halbmarathon beim Marathon spazieren zu müssen. Da hat man sehr viel Zeit nachzudenken und es macht überhaupt keinen Bock, aber ich würde jederzeit immer noch so racen. Und ja, ich weiß, dass ich irgendwann habe ich dieses Puzzlestück dabei oder in mir drin. Und dann gewinne ich ja auf einer sehr schönen Art und Weise oder sehr demonstrativen Art und Weise. Und das ist vor allem mir selbst geschuldet. Ich möchte halt so gewinnen. Ich möchte niemand anderen da irgendwie was beweisen. So, ich möchte es mir halt selbst beweisen. Und deswegen race ich so. Und wie gesagt, beim Ironman Switzerland 10 Minuten Vorsprung gehabt. Bike-Kurs-Record irgendwie um 3,5 Minuten verbessert von Cameron Wirth. Dann bis zum halben Marathon mehr oder weniger gekommen. Und es fehlt ja nicht mehr, also es fehlt nicht mehr super viel. Und ich glaube, wenn ich das letzte Puzzlestück halt finde, dann, dann werde ich auch da sein. Und wir wissen jetzt, an welchen Schrauben wir drehen müssen im Training. Wir haben da mehrere Statistiken aufgebaut und bei mir war es einfach, mir fehlen halt diese nach dem Radfahren die Laufkilometer, sondern ich habe immer Laufen als erstes wegtrainieren und dann bin ich danach Rad gefahren, aber irgendwann ist es halt im Triathlon leider andersrum. Weil zum Beispiel jeden Duathlon, den ich gemacht habe, war ich super, super gut und war einfach die da auch eine andere Kombination war und oder ich mich beim Schwimmen halt nicht so verausgabt habe. Deswegen haben wir jetzt viel am Schwimmen gearbeitet, dass ich dann noch besser werde, noch besser oder sehr. Also ich kann ja schon mitschwimmen, aber vielleicht habe ich zu viel Körner da vergeben müssen. Und jetzt arbeiten wir halt vor allem dann nochmal an diesen Brick-Sessions. Und eines Tages werde ich es, ich habe es in mir, das weiß ich. Und eines Tages werde ich das beweisen. Und dann sehen wir uns hoffentlich zusammen auf Hawaii. Ich finde vor allem das geil, dass du es einfach so ganz klar sagen kannst. Jetzt mittlerweile, dass du sagst, ey, das ist meine Art, wie ich, nicht nur so race ich halt, sondern das ist meine Art, wie ich race, das ist das, warum ich es mache, wie ich mich im Training motiviere und so werde ich auch das beibehalten, weil das so, ich will nicht in der Gruppe hängen auf 15 Meter oder auch mal 8 Meter, weil es gerade kein Kampfrichter da ist und dann einen geilen Lauf machen. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du dann irgendwie ganz vorne mit dabei bist, Podium machst, Hawaii-Quali oder sogar das Ding abschießt, aber dann bist du wahrscheinlich nicht zufrieden. Nein, aber das ist ja genau das Ding vom Triathlon. Sorry, wenn ich dich unterbreche, nee, aber das ist ja, das ist deine eigene Leistung. Ja. Was hast du davon, wenn 4, 5 Leute vor dir fahren und du hängst dich darin und sagst dann Tschüss beim Marathon, toll, bis am Ende dann Sieger auf Hawaii, aber nur weil du 2 Teammitglieder vor dir fahren hast und man könnte sagen, part of the game. Play the game. Und, dafür mache ich Sport alleine, weil, wie gesagt, ich selbst identifiziere mich nur selbst darüber irgendwie. Ja. Das ist mein eigenes Ding. Warum ich trainiere, ich trainiere ja nicht, um mit anderen Leuten mitzufahren. So, natürlich, wenn ich mal mit dem Frederik, ist er mir nicht weggefahren oder konnte ich ihm nicht wegfahren. Und natürlich spielt man dann mal mit. Aber es ist nicht der Hauptgrund, warum ich so den Sport mache, wie ich ihn tue. Ja, und das finde ich geil. Also im Kern, dass du das so benennen kannst, einfach für dich auch ganz klar. Und klar könntest du immer sagen, ich kann mich vielleicht taktisch anders verhalten, am Ende ein besseres Endresultat zu haben. Und ob jetzt wer sagt, das ist richtig oder falsch, da gibt es ja nur eine Antwort, was deine ist. Und das ist ja jetzt auch eben klar beantwortet. Und das finde ich super charakterstark und einfach auch total genial, dass du das sagst, das klar benennst und auch danach lebst und das machst. Und entweder kriegst du das Laufen dann so zusammen und hast da das Rennen, was du dir träumst, oder vielleicht auch am Ende der Karriere nicht. Aber dann so lebt man halt mit allen Facetten eben. Und das finde ich super geil. Lass uns mal nochmal einen Ausblick wagen auf die Saison, damit wir es auch noch komplett haben. Ironman Südafrika, hast du schon angesprochen, wird dann Saisonstart direkt mit dem Ironman sein oder gibt es vorher noch irgendwo ein anderes Race, so ein bisschen als Vorbereitung reinzukommen, was du planst? Oder also der ursprüngliche Plan war tatsächlich, dass ich diese Ironman Pro-Serie mache mit Oceanside und Texas, aber wir haben uns jetzt am Ende doch dagegen entschieden,
weil wir uns die Radstrecke nochmal angeguckt haben und dann kamen wir auf die Diskussion oder haben uns halt die letzten Jahre angeguckt, beim Ironman Texas vor allem, und dann wird halt auf 10 Meter gefahren oder auf 5 Meter Abstand gefahren, die ist halt, ich weiß nicht, 400 Höhenmeter oder so auf 180 Kilometer oder noch weniger, ich weiß es nicht. Ich habe gerade geschaut. Ja, und dann sind es da auch irgendwie 33 Grad mit 90% Luftfeuchtigkeit gefühlt. Ich weiß jetzt nicht genau, aber 85% waren es. Und da haben wir uns dann nochmal Ironman in Südafrika angeguckt und da ist einfach eine schwerere Radstrecke vor allem, wo ich halt einfach meine Stärke besser ausspielen kann. Natürlich kann ich auch im 60er Kettenblatt irgendwie Vollgas geben, wo ich aber dann denke, ja, dann wird aber wahrscheinlich der ein oder andere gute Läufer trotzdem nur 3 Minuten hinter mir sein, vor allem, weil die in einer großen Gruppe fahren auf irgendeinem geradeaus Highway in Texas. Mhm. Deswegen haben wir uns dann doch jetzt letztendlich für Südafrika entschieden, um dann eventuell die Hawaii-Quali sich früh zu holen, um dann sich dann weiterhin auf die Ironman-Pro-Serie zu konzentrieren. Dann wäre das dann Les Sables, genau, 3 Wochen später wäre dann schon Ironman Mallorca 70.3, ja, den ich machen werde. Dann ist Victoria Gasteiz im Baskenland. Also quasi. Full. Distance. Ah, okay. Genau. Okay. Das ist auch hier quasi direkt um die Ecke. Ja. Wird das wahrscheinlich. Genau. Dann Ironman Frankfurt. Sind wir schon bei 3? Genau. Und dann Ironman Hawaii. Uiuiui. 4 Langdistanzen. Ja. Also, aber wenn du dich in Südafrika schon qualifizierst, willst du bei dem Plan bleiben oder eine Frankfurt oder Gasteiz weg? Eventuell. Weil du kannst ja nur 3 einbringen. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen würden wir wahrscheinlich dann eher Ersteres weglassen. Ja. Also Victoria Gasteiz. Ja. Weil ich eigentlich schon sehr gerne auf dem deutschen Untergrund nochmal starten möchte und mich da präsentieren möchte. Und aber das wissen wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, erstmal jetzt Südafrika mein Rennen machen und dann wird weiter geplant. Sehr geil. Genau, die Idee war eventuell nochmal Deutsche Meisterschaften Einzelzeitfahren zu machen, einfach aus Spaß. Back to the roots. Ja, einfach nur mal zu gucken, was da so geht. Aber da sind wir uns auch noch nicht so ganz sicher, wie das hast. Auch im Juni. Ganz schön voller Kalender. Ja, aber das wissen wir noch nicht so ganz. Ja, eventuell das ein oder andere Gravel-Rennen auch aus Spaß mal mitmachen. Wie gesagt, jede Trainingsfahrt genießen. Das sind dann nur Trainingsfahrten, jetzt keine Wettkämpfe, aber dass man auch in der Aktivität dann Spaß hat. Ja. Und weiterhin viel Kaffee trinken hier in Girona. Das auch kommt hier sehr gut. Auch noch weiter an den Kaffee-Skills hier arbeiten. Ja. Aber das finde ich geil. Also so eine Mischung aus. Ich habe einen klaren Ziel, wie ich mich sehe, wie ich racen will, und ich will Spaß haben auf dem Weg. Und auch selbst wenn der deutsche Meisterschaft Zeitfahren nicht 100% reinpasst, wenn du es irgendwie hinkriegst, dann machst du es einfach trotzdem. Meine Meinung kennst du, ich finde es geil. Ich feiere das. Oh, schon Gesundheit. Das Chlorwasser hier. Und wünsche dir viel Erfolg erstmal beim Ironman Südafrika. Und danke. Wir bleiben auf jeden Fall dran, verfolgen das und dann schauen wir mal, was wir noch so von dir hören diese Saison. Genau, und dann müssen wir nochmal den Julius einspannen. Julius, wir brauchen Teil 3. Sehr gut, danke dir. Danke auch.